Diogo so zu einem Commentary. Es gibt nämlich ein paar Sachen, worüber ich mal was sagen will, im Prinzip ein paar Themen, und ich denke nicht, dass ich in Let's Play dazu kommen würde, das zu erwähnen, weil ich das nie hinbekomme. Jedenfalls habe ich jetzt schon vergessen, was ich ansprechen wollte. Nein, es ist jetzt zurzeit Steam Summer Sale, wie ihr vielleicht auch wisst. Oh. Und da wollte ich nämlich mal eine gewisse Sache ansprechen, die ich ziemlich scheiße finde. Nämlich in Bezug auf GTA 5. Vielleicht ist euch das ja auch schon aufgefallen. Auch GTA 5 ist gerade im Angebot. Also nicht, dass ich es mir kaufen wollen würde. Es ist nämlich so, dass das auf meinem Computer sowieso nicht läuft. Darauf kann ich mich verlassen. Jedenfalls. Wieso finde ich es gerade nicht? Ah, hier. Also. GTA 5 ist auch im Steam Summer Sale im Angebot. Und zwar für -25%. Und da sage ich einfach mal. Rockstar, ihr seid scheiße in dieser Hinsicht. Das ist einfach richtig scheiße von denen, denn es ist zwar für -25% im Angebot. Normalerweise kostet GTA 5 60 Euro. Finde ich, geht sowieso schon nicht, diese Preise von AAA-Spielen. Aber egal. Jedenfalls, das Seltsame ist, GTA 5 kostet immer noch 59 Euro. Und das aus dem sehr simplen Grund, dass man dazu kaufen muss. Jetzt während des Game Summer Sales muss man, wenn man GTA 5 kauft, dazu die Great White Shark Cash Card kaufen. Okay. die einem irgendwie Ingame Geld bringt. Und auch nur dieses Pack mit dem zusammen ist überhaupt im Angebot. Die normale Version kostet normal 59,99. Ja. Nur diese Version ist im Angebot. Und es hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Einmal, es sieht nun mal einfach besser aus. -25%. Boah, cool. Auch wenn es eigentlich nur 5 Euro weniger kostet als sonst. Ein bisschen weniger als 5 Euro sogar. ja, wie gesagt, das sieht einfach besser aus. Und noch dazu gibt es noch eine weitere Theorie, die ich für höchst plausibel halte, dass Rockstar das gemacht hat, um die neue Rückgabefunktion, die es seit Anfang dieses Monats gibt. Ich habe die auch schon mehrfach genutzt. Im Summer Sale für Spiele halt, die ich gekauft habe und dann noch nicht so gut fand, funktioniert gut. Jedenfalls gibt es die Vermutung, was ich auch, wie gesagt, für sehr plausibel halte, dass Rockstar das gemacht hat, damit man diese Rückgabefunktion nicht mehr nutzen kann. Denn für Ingame-Inhalte, die man einmal einsetzt und die dann verbraucht sind, gilt die Rückgabefunktion nicht. Und wenn die in einem Pack enthalten sind, kann man dieses ganze Pack nicht mehr zurückgeben. Was bedeutet, dass man, da sich diese Great White Shark Cash Card wahrscheinlich, habe ich eigentlich das Kaufen letztes Mal mit vorgelesen? Ich glaube ja. Fail. Jedenfalls wird die sich höchstwahrscheinlich direkt beim Spielstart aktivieren, was bedeutet, dass man das ganze Pack nicht mehr zurückgeben kann. Egal, ob es einem vielleicht nicht so viel Spaß macht, wie man vielleicht erwartet hat, oder man es später nochmal für billiger sieht, weil man auch dafür eigentlich Spiele zurückgeben kann und sie sich dann nochmal kaufen kann zu einem günstigeren Preis. Oder man einfach einen Computer hat, der nicht ausreicht von der Leistung her, um das Spiel zu spielen. Man kann es nicht mehr zurückgeben, obwohl es diese Funktion gibt. Die dann ziemlich ausgenutzt werden würde. Wie gesagt, es ist nicht sicher, dass das so ist, sondern eigentlich eher eine Theorie, aber ich halte die für sehr wahrscheinlich, und falls das so ist, Rockstar, fuck you too. Auf jeden Fall eine ziemliche Scheißaktion, so gesehen. Und dann gab es noch etwas anderes, was ich ansprechen wollte. Ah ja, genau, ich wollte kurz was zur E3 sagen. Ich habe ein paar Streams geguckt von der Pressekonferenz von Microsoft und von Nintendo. Zu Nintendo kann ich sagen, ja gut, was auch immer. Mario Maker wäre toll, wieso habe ich bloß keine Wii U? Ach ja, genau, weil ich sowieso nicht auf der spielen würde, wenn ich sie hätte. Ja. So ist das. Ich habe ja immerhin eine Wii, aber auch auf der spiele ich eigentlich nie. Deswegen glaube ich nicht, dass es sich lohnen würde, wenn ich mir eine Wii U kaufen würde. Auch wenn es ja immerhin 2 Spiele gäbe, die ich bereits wüsste, dass ich darauf spielen würde. Wenn ich sie mir kaufen wollte, wenn ich nicht. Ja, was auch immer. Nämlich Splatoon und halt den Mario Maker, aber ja, ich werde mir keine Wii U kaufen, weil ich sowieso nicht auf der spielen würde. So. Und dann kann ich noch sagen zur Microsoft-Pressekonferenz. Exklusiv. Ja. Das allermeiste war Xbox One Exclusive, und ein paar waren Xbox One und Windows 10 Exclusive. Ja.
ganz toll. Vielleicht hätte ich mir noch irgendwelche anderen Pressekonferenzen angucken sollen, die mir meine Meinung vielleicht verbessert hätten von allgemeinen neuen Spielen so, aber naja. Was neue Spiele angeht, bleibe ich eben doch einfach lieber bei den neuen Indie-Games aus Steam. Das ist eine bessere Idee, ja. Ja, allgemein zum Steam Summer Sale habe ich auf jeden Fall bereits ganz coole Spiele gekauft, zum Beispiel Hotline Miami für keine Ahnung mehr wie viel. Ich guck mal gerade nach. Nee, da kann ich ja eigentlich nachgucken. Irgendwie muss man so nachgucken können. Ah, hier, Shop-Transaktionen. Vielleicht steht da der Preis auch dabei. Ja. Genau, Gunpoint für 1,40 €. Ich dachte, das hätte 1,50 € gekostet, aber okay. Was auch immer. Achso. Und Hotline Miami für 1,27 €. Beides sehr gute Spiele, auch wenn Hotline Miami unglaublich schwer ist. Ja. Ich würde mal sagen, das ist es dann jetzt mit diesem kleinen Commentary war. Ach ja, im Hintergrund habt ihr höchstwahrscheinlich ein Gameplay von einem der Spiele, die ich in letzter Zeit viel spiele, gesehen. Nämlich Kong Fury Street Rage. Ja. Dann nicht den Daumen vergessen und bis zum nächsten Video und schreibt in die Kommentare, ob ich öfter mal Commentaries machen soll, wenn ich irgendwelche Themen was zu sagen will. Weil in Let's Plays bekomme ich das grundsätzlich nicht hin. Naja, nicht den Daumen vergessen, bis zum nächsten Video jedenfalls. Oder so.